Hier geht's nicht weiter. Sehe ich gerade, müssen wir hier irgendwas aktivieren. Müssen wir da irgendwas... Bäh. Gut, gut. Jetzt weiß ich es wieder, was wir machen müssen. Ups, das Ding ist ja oben. Sollte man lieber warten, bis es hier unten ist. So. Eins ist geöffnet. Oh, das ist Nummer 1, okay. Öffnen das hier auch noch. Warten ein bisschen. Schauen uns das Spektakel an. Wir brauchen sogar noch eins zu öffnen, Leute. So, speichere hier erstmal wieder. Gipfel hier auf die mittlere Plattform nach oben. Rauf meine ich. Warte, bis wir oben sind. Gipfel hier drauf. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Ja, gut. Wenn wir es schaffen würden, wären wir jetzt schon am Ziel. Hallo? Das ist doch mal übelst kacke hier. So. Nein, das sag ich jetzt nicht. Dann warten wir. Gehen jetzt drauf. Fragen uns warum es gerade nur 32 Frames. Ja, das ist, naiv, frage mich das jedenfalls. Einmal und zweimal. Sollen wir da reinschauen, Leute, was hier in dem Portal ist? Schauen wir mal nach. Ja, auf einen coolen Effekt auf jeden Fall. Okay, wir sind hier. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Hier waren wir noch nicht. Nein, kann ich nicht hin. Okay, ein Ladebildschirm. Den haben wir uns jetzt auch mal verdient. Kurze Pause, ich meine Finger. Und so. So. Und dann schauen wir, was als nächstes passiert. Bin gespannt. Speichern. Ein Headcrab. Ein Headcrab. Oh. Tja. Was mit euch? Wir haben wieder ein bisschen normale Munition gehabt. Die kann ich ja mal wieder brauchen. Das ist ein Aufzug. Okay, hier ist nichts. Aufzug und der Leiter können wir uns hier mal wieder aussuchen. Ich glaube mal die Leiter. Etwas schneller. So. Hier ist nichts. Hazard Materials Handling Base. Okay. Schauen wir mal hin. Ach, können wir nicht anders. Was zum Teufel? Oh oh. Selbstschussanlagen. Ah, da oben sind's. Haben wir ihn alle zerstört? Die anscheinend. Ah, wir haben sie zerstört. Sehr gut. Gordon Freeman. Yes. Finally found us. Yes. So this is the guy, huh? Right then. This way, Dr. Freeman. Dankeschön. Expecting you. Aha. Ah. Schaut gleich aus wie der eine Typ, der vom Fisch gefressen wurde, glaube ich. This way, Gordon. Schon klar. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. Noch ein Anzug. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. Aha. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident.
He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Do hurry, okay. Have you ever seen anything like this? Ah, da bist du, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Anzug habe. Sieht sehr toll aus. Dr. Freeman, it really is quite an honor. But I'm sure you understand this is no time to be making conversation. Nee, verstehe ich gar nicht. So, schöne Bilder. Ah, lass mal dich halt in Ruhe arbeiten von mir aus. Aha, das ist ja was. Was sagst du denn zu dem Ganzen? This may be a bit off topic, but have you considered a title for your memoirs? Really now, Dr. Miller, isn't it time to get back to work? Oh, well, don't let the musings of an old man distract you from the mission at hand. Nee, du haltest zu mir, also. In guten und in schlechten Zeiten. I think it's rather stimulating, don't you? Ich glaub schon. Ich weiß nicht, was du damit machst, aber ich lade meine Anzugenergie damit auf. So. Hier haben wir wieder eine Black Mesa Lampe. Hier ist schon wieder was kaputt. Hier waren die Handwerker mal wieder. Mal wieder zu früh Feierabend gemacht. Did you understand that last announcement? Du hast ja gar nichts gesagt. Ich glaube, wir sind von hier gekommen, oder? Sind wir gar nicht. Jetzt hier weiter, oder? Oh, ich habe Angst. So. Nee, hier geht's weiter. So, you're actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. Was ist zum Teufel? This here is my personal collection. Hast du mein Bart schon mal gesehen? Best military grade hardware this side of the Rio Grande. Have at it. Just promise me you'll put it to good use. Also auf jeden Fall, so wie ich bin meiner, was, Call of Duty, na gut. Munition. Oh, wo hast du die Waffe? Hallo? Das voll dem Professor geklaut hat. So, Munition. Sehe was, Alter. Die ist wieder voll. Sage ich jetzt einfach mal. Sehr gut, jetzt aber. Die andere hier ist schon längst voll. Die hier ist schon noch nicht mal nicht voll. So, jetzt aber. So, der Schraubfriend ist voll. Die ist noch nicht voll. Dafür haben wir noch keine Munition gefunden. Raketenwerfer ist auch noch nicht voll, das ist voll, sehr gut. Granaten haben wir auch alles, das haben wir auch alles. Gut, dann ist alles voll, außer das hier. Ha, das soll so auch, sehr gut. Da bleiben keine Wünsche offen. Wenn, ist das so viel Munition, kann man die überhaupt tragen, wenn man überhaupt nichts mit hätte? Wenn man keine Munition oder nur ein ganz kleines bisschen was bis hierher nehmen würde, wird sich das... Wird es eigentlich zu viel sein, oder? Nein, ich habe gerade mit meinen Zuschauern geredet, also misch dich da nicht ein. So, was ist denn jetzt da hinten eigentlich? Da schaue ich dann doch nochmal hin, wenn hier so schon so eine aufmachbare Türe ist. Easter Egg vielleicht, ja, ein kleines vielleicht. Boah, jetzt lass mich da nicht drinstecken erst. Jagt man keinen Schrecken an. Oh, hier vielleicht. Easter Egg. Nee, ist schon nicht danach aus. Na gut. Erst darf ich bitte durch. Du gefährdest die Mission, junger Mann. Dr. Freeman, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. This is the Long Jump Module. I created it expressly for navigation in the world beyond. Okay. Das ist ein Jetpack. It would be in your best interest to get your bearings with the long jump module before you embark, Dr. Freeman. I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. Okay. Always look before you leap, Gordon. Alles klar, auf jeden Fall können wir mit Steuerung Space einen super Weitsprung machen, den wir anscheinend in der anderen Welt brauchen werden. Und bevor wir uns aber in diese Welt begeben... I wish we could have met under different circumstances, Gordon. Ich auch, also ich würde dich zum Essen einladen. Drücken! Los geht's!
schickt mich in eine andere Welt. Oder wie auch immer. Erstmal desinfizieren. Das Licht muss sein. Lambda Reactor Core Level A. Das bedeutet sicherste Stufe. Wir dürfen dorthin. Oh shit. Wie schaut das aus? Das schaut episch aus. Bist du denn dabei? Beleuchtung und alles. Wir sind im Arsch. Ich kenne die Stelle. Oh nein. Hello, Freeman. I'm up here. Hallo, ich bin da unten. Long jump if you must, but hurry up. Brauchen wir jetzt Munition? Naja, wissen wir schon jetzt. Kommen wir mal rauf. So. Fast A, okay, das können wir brauchen. Können wir alles brauchen. Aber ich weiß nämlich, was hier kommt. Soll man doch diese Waffe hier verwenden. Wenn die schon überall angepriesen wird. Alright, I can open the portal now. The process is complicated. And once it has begun, I must not be interrupted or I'll have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Okay, hier ist der Eingang. Okay, beginnen. Los geht's. Oh. Oh oh, Leute. Das wird nicht schön, sag ich euch. Natürlich geil animiert und alles, muss ich sagen. Kann man jetzt natürlich alles an, aber hier kommen schon. Oder noch ein Gegner. Okay. Ich hoffe auch wirklich, dass es nur diese bleiben. Muss mich auch noch ein paar Vortigons besuchen. Au. Sicher kommen noch ein paar Vortigons her. Scheiße, da wollte ich gar nicht runter. Fuck. 6 Munition für die. Okay, das kann knapp werden. Leben haben wir auch nicht mehr so viel. Das überleben wir nicht. Wie ist es hier? Au. Wir sind hier die Lebens... Wo ist das Leben? Wo ist das Leben? First Aid hier. Au. Okay. Haben wir wenigstens wieder mehr Leben. Sehr gut, wir können hier ein bisschen im Gras rennen und treffen die Viecher uns nicht. Wo immer die sind, da ist eins. Müssen zu nah rangehen, ups. Ich dachte, das wäre schon weg. Okay. Ja, ich gehe! Auftrag ausgesetzt. Subjekt Freeman. Begründung: Erwarte weitere Daten. Black Mesa. Ich hab's die Credits in Gar gemacht, hatte ich gesagt. Tja. Das war's vorerst mit Black Mesa. Ja. Ihr hört es. Erwarte weitere Daten und die Mission ist ausgesetzt. Das bedeutet, wir kommen nach Xen. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ja, denn die Entwickler arbeiten noch daran, an dem Alien-Planeten Xen, damit der wirklich authentisch aussieht. Dort alles passt, finde ich in Ordnung, finde ich völlig in Ordnung.
Lasst euch ruhig Zeit, solange ihr braucht, dass das genauso geil wird wie die bisherige Mod. Ich kann eigentlich nichts Negatives dazu sagen. Es ist Half-Life 1. In Half-Life 1 war es auch so hektisch manchmal, in manchen Situationen. Das wird hier noch ein bisschen intensiviert eigentlich. Ja. Also negativ ist das nicht wirklich. Ich habe mich natürlich aufgeregt, aber ja, wenn ich an eine schwere Stelle komme, egal in welchem Spiel, ich werde mich immer aufregen. Und ja, das lag also eher an mir als an der Mod. Ja, was kann ich dabei noch sagen? Ich weiß es auch nicht, ob ich die Credits durchlaufen lasse oder nicht, oder was. Weil es eigentlich noch nicht der letzte Part ist hier. Ist er noch nicht? Nein, nein. Mal schauen, wenn die weiteren Levels oder die weiteren Kapitel, die letzten Kapitel noch eingefügt werden in die Mod, wird das Projekt natürlich fortgesetzt. Ich sehe das jetzt einfach hier mal als unterbrochen an oder als pausiert oder wie auch immer. Natürlich spezielle, also besonderer Dank an Valve Software und an ein paar Leute. Tester, Familie und Freunde und loyalen Fans. In loving memory Jesse Wingert. Okay. Gut, das war's soweit hier von mir erstmal, würde ich sagen. Hier unten haben wir immer so ein komisches Feuer oder ist einfach nur, wenn oben die Credits rausgehen aus dem Bild, kommt da unten so ein Flackern. Die Musik hat überall dazu passt. Also, wie schon gesagt, ich habe nichts zu meckern. To be continued. Es wird bald weitergehen. Wortwörtlich übersetzt, dass es natürlich Fortsetzung folgt. Was soll ich also noch sagen, Leute? Danke euch recht herzlich fürs Zuschauen bis hierher. Ja, super, dass das Projekt den einen oder anderen von euch Spaß gemacht hat. Ja, wir haben jetzt überhaupt keine Musik hier mehr, außer das hier. Na gut, wir haben es auch normal gespielt übrigens. Also das könnte noch etwas kniffliger werden, auf Schwierigkeitsgrad schwer. Ja, sollte man halt nur nehmen, wenn man wirklich eine Herausforderung haben will. Und ja, ich hatte jetzt wirklich eine Herausforderung mit der Schwierigkeitsstufe, also mehr brauche ich nicht. Einstellen kann man auch viel, also man kann auch unterschiedliche Spielerlebnisse eigentlich haben. Wenn man hier zum Beispiel immer Rennen einschalten, das wie es im originalen Half-Life ist, dann ist man nämlich die ganze Zeit so schnell und kann es als normales Half-Life 1 Bewegung aus dem Original Half-Life 1 nachempfunden halt wieder. Hound Eye Tinnitus, was das ist, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Die Mod gibt es auf jeden Fall gratis für alle, die schon Standalone. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine Mod für Half-Life 2 Episode 2. Das bedeutet, ihr braucht Half-Life 2 und Half-Life 2 Episode 2, um dieses Spiel spielen zu können. Um die Mod herunterzuladen auf blackmesasource.com. Link wird natürlich unten nochmal gepostet in die Videobeschreibung. Wie sehe ich in jedem Part eigentlich bis jetzt? Gut, ich habe jetzt mehr als 2 Stunden aufgenommen, das würde erstmal reichen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Projekte wieder. Danke euch ja recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, euer Marc. Tschüss.